Ja, ich glaube, für die Nationalmannschaft war es immer gut, wenn wir ein, zwei Blöcke hatten. Und zuletzt hatten wir halt nur noch einen Bayern-Block, aber in der Vergangenheit war es ja immer so, ob Bayern-Leverkusen oder Bayern-Dortmund oder ganz früher mal Köln-Gladbach oder Gladbach-Bayern, dass diese Blöcke immer gut waren für die Nationalmannschaft, weil die Spieler sich kennen, weil sie Vertrauen zueinander haben, weil sie die Abläufe kennen. Ich finde, das ist schon eine gute Ansage der Dortmunder. Tolle Transfers gemacht. Beim Trainerwechsel kann ich nichts zu sagen, aber auch dort ist es wichtig, dass sie davon überzeugt sind, von dem ich weiß, dass die Kommunikation mit Hansi auch gut ist. Und deswegen freuen wir uns natürlich auf die Zeit und betrachte es als äußerst positiv, dass wir diese beiden Blöcke jetzt mal haben.